Dann haben wir hier noch ein bisschen Stein und kann uns hier unten. Komm ich hin? Nein, komm ich hin. So. Machen wir uns hier doch erstmal eine Plattform. So, sollte reichen. Dann verbinden wir die mit einem ME-Kabel. Da ist die Lampe gerade im Weg. Entschuldigung. Nee. Da drüben ist auch noch eine. So, die sind verbunden. Und dann bauen wir uns hier unten den da und den da hin. Das müsste dann passen. Wie wir das Redstone-Signal dann nach links und rechts kriegen, das ist verdreht. Kann ich den drehen? Ja, da brauchst du aber den Schraubenzieher von. Okay. Project Red. Komm her. So. Mal schauen, ob ich jetzt richtig rum habe. Ja. Out, out. Negative, positive. Nee, wieder verkehrt. Komm her. Brauche ich wirklich diesen blöden... Schon wieder verkehrt rum. Geht das tatsächlich nicht? Braucht man den blöden... Doch, ja, der jetzt, ist hier. Jetzt passt es theoretisch. Ich habe mir das aber anders vorgestellt. Das soll direkt unter dem Kabel sein. Neck passt, genau, jetzt passt's. Dann brauchen wir jetzt hier den da, drehen wir uns. Schmeißen wir auch mal einen rüber. Moment. Das soll er nicht. Doch nicht, oder? Da nicht. So, Moment. So, jetzt hier. Einer für dich, einer für mich. Ah, muss man den tatsächlich mit einer Wrench drehen? Nö. Einmal dreht er und dann geht sie kaputt, ne? Ja, irgendwie komisch. Warte. Hier, vor die Füße geknallt. Jo. Ja, und da soll er nicht hin. Jetzt hast du ihn. Putz ihn gleich. Nein, ich hab ihn. Hey. Jetzt mal hin. Ja. Ich hab hier eine andere Wrench. Schwarze Wrench, ne? Naja, die funktioniert auch nicht. Jetzt noch mal hin. Ihr müsst in die Richtung, wo du es hinhaben willst, musst du. Ja, aber das Interessante ist, der dreht sich jetzt gerade, also der verbindet sich nicht mit dem Kabel oben drüber, ne? Wohin soll der denn überhaupt zeigen? In, genau in Richtung des Counters. Oh. Okay. Jetzt ist nur das Thema, der verbindet sich nicht mit den Kabeln da oben. Braucht der vielleicht Covered Cable, was natürlich sein kann? Ja, deswegen. Ja, so. Gut, geht auch. Gut. Dann stellen wir den mal wieder richtig ein. Maximum 1, Increment 1, Decrement 1, passt. Jetzt brauchen wir den Level-Emitter. Jetzt brauchen wir noch den Lava-Eimer. Denn jetzt müssen wir natürlich noch konfigurieren, wer auf was wie reagieren soll. So. Ach so. Weißt du noch gar nicht? Wie weiß ich noch gar nicht? Wo habe ich das jetzt verstanden? Nein, nein, ich weiß, was ich will. Aber das Interface weiß es noch nicht. So. Fluid Terminal ist erledigt. Zack, zack. Jetzt einmal schwupp, dann hier Export Lava, dann einmal hier Export Lava. So, und hier auch jeweils soll er auf Lava reagieren. Einmal rechts und einmal links. So, und jetzt ist es so positiv, das heißt... Wenn der Wert... Butze, kannst du mal gucken, wie viel wir im AI-System mittlerweile drin haben? Jo. Äh, 4.086. 4.000? 4.000.
86,88. Moment. Millibuckets, Buckets? Buckets. Buckets. Ja, Entschuldigung, muss ich mal fragen hier. So, mit der gedrückten Shift-Taste kann man den... Und auch eben noch ausgerechnet, wie viel auf so eine Festplatte passen. 4086 Buckets. Das ist aber ein bisschen mehr wie das hier. Und den kann man leider nicht anders einstellen. Haha. Das willst du da nicht reinschreiben? Nein, eben nicht. Das ist ja das Blöde dabei. So, mit bei den anderen konnte man das. Ja. 4000 Buckets. Da muss ich aber noch ein bisschen klicken. Kann doch nicht sein, dass das so beschissen ist. Soll ich mitklicken? Ich weiß nicht, ob das geht. Du klickst mit Shift-Taste. Shift-Taste, dann sind es die höheren Werte. Okay. Ich meine, ich muss jetzt aber erstmal wieder meine 500 ausgleichen. Ja. Also ich doppelte will ungefähr Klick-Power. Auf 4000. Genau. Vorne muss eine 4 stehen. Ja, wir kommen hin, wir kommen hin. Ja, schneller, schneller. So, langsam. Das reicht so, hätte ich gesagt. Oder? Naja, machen wir auch die Dings. Oh. So, oh, das war. Und. So, jetzt haben wir hier. Dann bleiben hinten noch 96.000 quasi übrig, richtig? Ja, wenn die 0,66. Genau, ne? Genau. So. Okay. Und den hier? Stellen wir jetzt einfach auf einen unteren Schwellwert, dann hätte ich gesagt, stellen wir mal auf 64.000 ein. Da haben wir dann so einiges, wo er dazwischen dann agieren kann. Okay, und das sollte eigentlich jetzt schon stimmen. 400.000, 64.000. So, und jetzt ist die Frage, haben wir hier schon ein positives Out-Signal oder nicht? Value 0. Das ist aber blöd. Das ist nicht richtig. Was ist denn? Er müsste eigentlich als Value jetzt 1 haben, theoretisch. Aber du hast doch auf beide Seiten, die sind im Moment beide an, oder? Ah, Moment. Halt. Emit when levels are below. Emit when levels are below or equal. Der ist andersrum. So. Und jetzt, wenn er über dem Wert von 4 Millionen ist, soll er ein Redstone-Signal emitten. Was er nicht tut, dann stimmt irgendwas mit dem eingestellten Wert nicht. Below or equal. Das wäre der Stockbucket. Ja, ich bin mir da... Weil hier links 64.000, der ist an, hätte ich gesagt, ne? Are above? Also hier sind 4086,88 B drin. Müssen wir den jetzt bitte, oh, weißt du was, ich baue den mal ab. So, du hast ja die schöne Range hier noch da, ne? So, dann klicke ich den linken hier mal auf einen kleineren Wert. Halt, andere Richtung. So, Redstone emit when levels are below. Ist es nicht. Setzen wir mal ein bisschen mehr. 1000. Du hast noch die Range da zum Umstellen? Ja. Genau. Wieso verbindet er sich jetzt eigentlich gerade nicht? Achso, der braucht. Ich würde sagen, wir geben ihm einfach mal ein neues Kälbische und schon geht's. So, ach, übrigens, ja, er kann ja noch gar nicht die Levels richtig erkennen. Das Kabel ist ja noch gar nicht mit unserem AI-Netzwerk verbunden, ne? Das ist wohl wahr. Ja, ich hab dir gerade die Kabel hingeschmissen. Kannst du mal da Kabel ziehen? Bitte, danke.
Eine Sache musst du mir mal erklären. Warum sagt der, wenn ich jetzt mit der Maus über die Lava in dem Level-Emitter gehe, sagt er mir Lava aus Extra-Cells an? Ja. Und wenn ich in den Export-Bus reingehe, dann ist es Standard-Minecraft, also auch halt die Standard-327er-ID. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und warum zeigt er da Extra-Cells an? Wahrscheinlich, weil das eine Anzeige ist und der sich da irgendwas extra ansammeln muss, sozusagen. Der Gedanke ist jetzt nur nicht, dass der jetzt einen Fehler rauswirft. Okay, du hast doch wahrscheinlich eine Zelle reingeschmissen oder so. Ja. Oder dann, ja, und irgendwie muss er sich das ja dann sortieren, dass er da auch einen Eimer und was weiß ich nicht alles erkennt. Deswegen musste der wahrscheinlich Lava nochmal extra definieren oder so. Levels are below. Sind jetzt beide an? So ganz hundertprozentig ausgereift ist das, glaube ich, noch nicht. Vor allem, das ist noch nicht mal am AE-Netzwerk angeschlossen. Bin gleich soweit. Ich bin ja so gespannt. Jetzt ist es angeschlossen. Das okay. Sieht man. So, also. Emit when levels are above or equal. Gut. Müssen wir da jetzt wieder draufklicken, bis zum Geh nicht mehr? Ich zähle gerade mal. Momentan ist der Value bei 1. Okay, schauen wir mal. Bei 400.000 immer noch an? Ja. Theoretisch ja, ne? Müsste denn nicht eigentlich. Das heißt, wir gehen wieder bis 10 Millionen. Genau. Schnell klicken. Ja, nur ein 100er Schritten. Was ist das denn? Shift klicken. Wir müssen quasi mal so weit gehen, dass das Signal wieder ausgehen müsste, theoretisch. Dann wissen wir, dass wir drüber liegen. Und dann langsam wieder zurückgehen. Tja, oh, was für eine Arbeit hier. Warum kann man das nicht überschreiben? Warte mal. Jetzt ist er aus, oder? Ja, es kommt ja auch hin. Gut. So, noch an? Ja. Noch an? Aus, ja. Jetzt ist er an. Okay, dann stellen wir jetzt auf 4 Millionen ein. Dann stimmt's doch, dann sind es hier tatsächlich Millibuckets. So, 4 Millionen. Und der linke, den stellen wir jetzt hier auf 20 Eimer, hätte ich gesagt, ist so eine ganz gute Reserve, die man im AI-System liegen lassen könnte, oder? Und mach auch 64 draus. 64, weil du es bist. 5, 6, 64. 64 Eimer Lava behalten wir uns im AI-System vor. Zur Not kann er 4 Millionen draus nuckeln. So, und jetzt könnte man theoretisch eigentlich schon. Jetzt brauchen wir bloß noch das Redstone-Signal, was hier aus dem Counter kommt. Nach rechts und nach links. Hast du da eine Idee, Butzi, wie man das machen könnte? Das Redstone-Signal. Also willst du überhaupt machen? Ich will das Redstone-Signal, was jetzt aus dem Counter rauskommt, an die beiden Export-Busse setzen. Wir könnten Ender-IO nehmen oder keine Ahnung. Project Red. Auch das. Hast du wohl Pipe-Wires gemacht? Hab genau welche. Okay. Also hast du welche gemacht? Und was länger her, ja. Wo kommen, ist der jetzt auf? Vorne und hinten ist out. Ja, aber du hast ja einmal plus und einmal null. Ja. Also im Moment ist ja von hinten an. Vorne und hinten ist der Ausgang. Das spielt eigentlich keine Rolle, was du hier einfach schließ einfach. Spielt wohl. Guck, das ist aus und auf der anderen Seite ist an. Ist es dann ein negierter? Ja, dann nehmen wir den Hintern. Deswegen meine Frage. Ja, dann nimm den Hintern. Oh. Bitteschön. Huch. Blip. Schauen wir mal, ob die beiden hier auf Export stehen.
wenn Redstone-Signal aktiv ist. Genau. Wenn ich den jetzt verbinde, ne, dann geht der an, oder? Ja. Das Sinn und Zweck? Eigentlich ja. Verbindet sich nicht der Arsch. Noch Ender Arrow Redstone? Ja, aber noch was. Ein Moment, wir können... Vielleicht von unten ranführen, reicht das schon? Probier's mal von unten an das ME, an den ME-Fluid-Bus. Quasi von deiner Position aus eins nach links. Ich habe gerade einen Disconnect. Ich komme gleich wieder. So. Jetzt hat man gerade einen kompletten Disconnect. Wir wissen nicht, woran das heute Abend liegt, aber das war auch gleichzeitig Teamspeak und das bei uns allen dreien. Das war vielleicht ein bisschen komisch, aber egal. Also, wir haben festgestellt, das funktioniert mit den Red Alloy Wires von Project Red. Aber wir müssen da oben nochmal extra eine Redstone Torch hinstellen. Das heißt, wir brauchen da oben ein invertiertes Signal, ist aber auch kein Problem. Wir sagen halt einfach Active Without Signal. Dann geht das genauso. So. Und Trivolo versucht gerade eben nochmal seine Internetverbindung wieder zum Laufen zu bringen. Irgendwie ist heute ein kleines bisschen der Wurm drin. Kein. So, ich versuche nur wieder auf den. Ich versuche nur wieder auf den Server zu kommen. Ah, jetzt sieht's aber gut aus. Jetzt bin ich auch wieder da. Jetzt ist er wieder da. Gut, jetzt brauchen wir wahrscheinlich noch eine Redstone-Torch, nehme ich an, so wie es aussieht. Deine Auffassungsgabe ist. Unglaublich. Grandios. Jo. Die Large Steam Turbine sieht schon mal ganz gut aus. Okay. So, und was wir jetzt noch brauchen? Halt, du kriegst wieder deine Redstone-Conduits. Da haben wir es nämlich auch gerade probiert. Mit denen ging es nämlich leider nicht. So. Plöpp. Jawohl. Schade drum. Schade, ja. Ja. Also irgendwie scheinen sich diese Export-Buses noch nicht so ganz mit allem zu verbinden. Ich glaube, da werden wir mal mit dem Mod-Autor ein bisschen noch ins Gebet treten müssen. Und ihm noch ein bisschen so erzählen, was er da so vielleicht machen können, sollen, tun würde. So, an dem sagen wir jetzt hier auch noch Active Without Signal. Hat ja schon jemand gemacht, da hat schon jemand eine super Arbeit geleistet. Ich glaube, das war Butze, ja? Ja, ja. So, dann brauchen wir jetzt hier den Hammer. Und dann kriegt mich der und der und der ein Start. Ja, er hakelt aber trotzdem noch. Er hakelt. Running perfectly. Ja, also die Thermalboiler laufen. Jetzt sieht's gut aus. Schau mal, running perfectly. Ja, der braucht am Anfang immer ein bisschen besser. Ja. Jetzt haben wir nur noch ein Problem, ne? Wir verbraten gerade hier ohne Ende. Lava, ohne da hinten was anzuschließen. Na gut, aber wir wissen auf jeden Fall, das funktioniert. Cool. So. Dann machen wir wieder aus. Genau. Aus. Aus. Und aus. Gut. Jetzt können wir natürlich gleich mal gucken, wie das mit unserer Lava da oben ausgesehen hat. Oh, ich krieg schon langsam wieder Hunger. Wollte gerade eine ISO runterbringen. Also die Lava sieht immer noch voll aus hier oben. Ich bin mir da gar nicht sicher. Na gut. Klemm sie ja, doch wenn einfach der mal schneller. An. Was die ISU? Ja, klemm sie einfach mal unten an. Weil ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass der die Lava so schnell hier rauszieht. Aber gut, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ich bin froh drum, wenn es so ist. Halt, eins zu viel. Okay, da steckt dran. Gut. Dann gucken wir mal, sie ist leer, ne? Wie sie auch ja, da ist gerade ja, ein bisschen so Kleinkram. Gut, ich gehe oben beim Dings gucken, ob du da sich an der Lava was ändert. Okay. Eins, zwei, drei. So, dauert ein kleiner ja, Moment am Anfang. Ja, der wabbelt hier ein bisschen. Ein bisschen? Das wäre ja super, weil dann können wir das Ding ja eigentlich voll durchlaufen lassen. 86 und 85. Mhm.
müssen wir einen kleinen Moment warten, bis es sich hier ein bisschen beruhigt hat. Und dann sollte es eigentlich perfekt laufen. Perfectly. Lava Age restarten, nachdem der Server abgekackt war? Der Server war nicht abgekackt. Nein. Ach so. Der Server lief. Dachte. Ach so, okay. Der Server lief, bloß unsere Verbindung zum Server war weg. So, und wie wir hier sehen, da lädt er. Da lädt er. Jetzt hakelt es gerade wieder ein bisschen. Ich habe die Welt gewechselt, ich bin in die Lava. Okay. Wollt hier gucken, wie der die Lava wegsaugt. Wahrscheinlich ganz ordentlich. Also ich muss sagen, das gefällt mir gut, was ich hier sehe. Also dieser EU-Output gefällt mir super gummigut. Aber das ganz große Aber kommt jetzt noch. Wir haben schon wieder die Zeit überschritten. Machen wir zwei draus. Das ist eh viel zu lang gemacht. Natürlich ist die viel zu lang, aber das ist ja auch nicht. Das Ding läuft mit 16 RF pro Tick. Das heißt 1,6 Minecraft Joule. Jo, also zumindest ist das stabil. Okay. Das heißt, hier, der frisst nur 1,6. Die laufen alle beide perfekt. Wir müssen uns hier aber noch darum kümmern, dass wir das ganze Zeugs, was da rauskommt, aus dem Thermal Boilern auch noch rausziehen. Und wir sollten hier noch die Filter reinsetzen. Weil dann können wir hier nämlich an dem Output Hatch, den wir hoffentlich irgendwo haben. Output Hatch oben. Jawohl. Können wir nämlich theoretisch auch noch weitere Stoffe aus dem Thermal Boiler rausziehen. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt mal schön Obsidian. Coole Sache das. Sehr schön. Das ist geil, das Teil. Gefällt mir. Muss ich einfach so sagen. Wo wir natürlich Obacht geben müssen, ist bei dem Carbon-Turbin-Rotor. Der hat zwar eine Effektivität von 125%, aber auch keine ewige Laufzeit. Da müssen wir uns dann auf jeden Fall noch was überlegen, dass wir das Ding austauschen. So, wie sieht's denn aus? Der frisst die Lava hier ziemlich schnell. Der frisst die Lava ziemlich schnell. Das ist doch okay. Du hast doch genügend Lava da drüben, oder? Ja, du musst halt nur umstellen. So, dann schauen wir mal hier auf den, wie Butze vorhin schon geguckt, in den Fluid Terminal. Er wabbert hier ein bisschen hin und her. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir könnten jetzt Folgendes machen. Wir könnten unsere Importgeschwindigkeit der Lava in das AE-Netzwerk reduzieren. Dadurch wird die Pumpe in der Lava-Welt nicht so stark belastet. Unser System läuft an, verbraucht Lava, bis es an den unteren Schwellwert kommt, müsste sich theoretisch ausschalten. Die Frage ist, wie lange das dauert. Na, schauen wir doch mal. Drehen wir doch einfach mal unseren Eingang aus. Hm? So. Oder drehen wir einfach mal auf 20 Millibuckets per Tick. Jetzt müsste dann eigentlich leersaugen langsam. Theoretisch. Ich liebe Elevators. Ja. Ja, wenn es dann in die richtige Richtung geht, ja. Ja. Also die Dinger anzumalen, also da muss ich ja sagen, da habe ich mir ja echt einen abgebrochen. Bin ja bald mit dem Pinsel Amok gelaufen. Wozu kommt online, ich frage ihn und er dann so, ja, du musst mit der Farbe raufklicken. Ich sage, ja, geil, mit der Farbe. Mhm. So, also jetzt haben wir gerade den Fall. Unsere Flüssigkeit in unserem AE-Netzwerk wird langsam weniger. Eigentlich relativ langsam weniger. Wir importieren noch ein bisschen was, ist nicht viel. Das sind 25 Millibuckets, glaube ich, was ich jetzt eingestellt habe. Oder waren es 20? Wie waren es denn? 20 Millibuckets per Tick. Das ist der kleinste Wert, den wir haben. Und das dürfte hier unten eigentlich nicht stören. 64.000 hast du ja eingestellt. Ja, hier unten sind es 64.000. Genau, das sind 64 Eimer, die noch quasi übrig bleiben müssten im System. Das wird jetzt noch eine Zeit lang dauern, bis das weg ist, aber okay. So lange schauen wir ihm aber auch nicht zu. Ich würde aber mal sagen, was meint ihr dazu? Der Aufbau sieht doch ganz gut aus, oder? Also scheint zu funktionieren. Müssen wir nur gucken, ob wir das auch automatisch wieder ans Laufen kriegen, wenn das... Wenn es abgeschaltet wurde, ne? Ja. Also theoretisch sollten die Gregtech-Maschinen automatisch wieder anlaufen, wenn sie genügend Material da haben. Theoretisch. In der Praxis werden wir das in der nächsten oder übernächsten Folge mal sehen. Wir müssen uns natürlich auch noch für diese Turbine noch was ausdenken, wie wir die austauschen. Wird auch noch ein spannendes Thema werden. Aber da finden wir mit Sicherheit auch noch eine Möglichkeit. So,
Und was man dann in der nächsten Folge. Ich schwöre davon aus. Könnte man theoretisch noch die Large Gas Turbine mal anwerfen? Was meinst du denn für die nächste Folge? Für weitere Energieversorgung? Ich glaube, da haben wir zu wenig. Schau mal, wie viel Hydrogen wir haben. Willst du das wirklich verbrennen, das Hydrogen? Wofür willst du es denn sonst verwenden? Kann man da weiterverarbeiten, oder? Zu was? Mal rein. Das ist nicht. Ich habe null Hydrogen, ich habe das komplett weiterverarbeitet. Also Hydrogen kann man mit dem Fluid Transposer... Deuterium für Fusions... Oder ja. Zu Methan. Oder zu Methan. Ja. Methan kann man dann verbrennen. Genau, 15 KEU pro Tick für Hydrogen pro Zelle. 4 Zellen, A15, da gibt es 60 EU. Und 45 bekommst du aus dem Methanzelle raus. Das bringt gar nichts. Aus den 4 Hydrogenzellen kriegst du mehr raus. Gar nicht zugehört. Also, ich bin hier gerade Import beschäftigt. Okay. Im Chemical Reactor gucken wir gleich. Genau, im Chemical Reactor könntest du aus den Hydrogenzellen, das ist soweit richtig, Methanzellen machen. Die Methanzelle bringt 45 KEU. Ja? Eine Hydrogenzelle bringt 15 KEU, aber du brauchst 4 Hydrogenzellen. Naja, wobei, doch, das sind, da kommen 5 raus. Das wird sich lohnen, aber der Chemical Reactor braucht ziemlich lange zum Umsetzen. Ja, vielleicht werden wir das dann vielleicht auch in derselben Art und Weise lösen. Vielleicht. Weil ansonsten sehe ich hier eigentlich bloß noch Deuterium und Hydrogen kann man sich zur Not aus Wasser herstellen. Das ging ja, soweit ich das im Kopf habe. Oder? Doch, müsste gehen. Hydrogen? Ach, das Dings nimmt man vorne raus. Wasser, passt. Müsste gehen. Ja, auf jeden Fall haben wir da noch einiges zu tun. Lava wird verbrannt. In einer super schönen, super schicken Ragtag-Maschine. Ich bin richtig stolz darauf, dass die jetzt so schön läuft. Dass meine Idee, die ich nicht richtig getestet habe, funktioniert. So, was wir hier noch brauchen, ist der Filter. Den werden wir noch bei Gelegenheit einsetzen. Vielleicht machen wir das dann noch demnächst onscreen. Muss ich gucken. Auf jeden Fall, geiles Teil. Danke, Greg, für diese Maschine. In diesem Sinne würde ich sagen, reicht's für diese Folge. Oder für diese 2 Folgen. Werden wir noch sehen beim Schneiden. Wenn euch die Folgen gefallen haben, Daumen nach oben. Wenn euch die Folgen nicht gefallen haben, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges, ab in die Kommentare. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein und tschüss. Und tschüss.